So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, Teil 3 des Hyperbonus ist vorbei. Der 1. September ist da, das heißt, die Zeit des Schabernacks beginnt, wo dann auch Halloween mit reinspielt, aber das ist nächsten Monat, da scheren wir uns noch nicht drum, was wir wissen. Heute kommt Lugia, beziehungsweise jetzt ist Lugia da, 10 Uhr war der Raid-Boss-Wechsel. Und da hinten wird wieder heftig Lärm gemacht, keine Ahnung. Ich wusste nicht, wohin. Ich hatte zur Auswahl Pfalzdorf, ich hatte das Schwimmbad und ich hatte das Theater. Ich dachte, Theater ist cool, kannst du gemütlich hinlaufen. Ja, drauf geschissen, egal, jetzt sitzen wir auf jeden Fall hier. Denn wir möchten wieder einen Lugia Community Raid machen. Zum Raid-Boss Wechsel, den Raid-Boss begrüßen oder vernichten oder wie auch immer. Und ich bin diesmal gespannt auf eure Teams bei Lugia, denn ich möchte euch was zeigen. Ich habe hier erstmal das ganze Zeug hingelegt, also so sieht das jetzt hier aus. Ich habe mir diese heftige Bank rausgesucht, habe mich jetzt hier hingesetzt, da ist noch eine, da sind andere Bänke. Hier drüben, das ist das Stadttheater, was mittlerweile zum Impfzentrum umfungiert wurde. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn ich habe auf Go Tools geschaut. Da sind die Konter für Lugia hier aufgelistet. Da seht ihr zum Beispiel Mega Gengar, Mega Voldolos, Mega Hundemon, dann Elektroangreifer, gemischt hier dann Unlicht und Geist, Gestein, Eis. Also da ist so viel da. Ihr könnt so viele Sachen gegen Lugia nehmen. Trotzdem sind hier Pokémon drauf, die auf der anderen Grafik gar nicht erscheinen. Deswegen, wir haben schon im Fanchat die ganze Zeit jetzt beraten, wer was nimmt, was am besten und wie und wo. Ich finde immer noch, das ist so kacke, das so hinzustellen und sich dann so 10 Meter nach vorne reinhängen in die Kamera. Jetzt ist die App auch noch aus. Jetzt muss ich warten, bis die App neu startet. Dann möchte ich euch mal zeigen, wenn ich die Konda von der Go-Tool-List nehme und eintrage, das ist ja das Schöne, wer die Go-Tool-App nicht kennt, da drückt man einfach auf diese Konda-Liste, dann kopiert ihr das, die ganzen Pokédex-Nummern. Wenn du dann bei dir hier reingehst, kannst du gemütlich die Pokédex-Nummern hier eintragen und wenn ich dann nach WP sortiere, würde ich jetzt eigentlich Rihonyo, Zekrom, Darkrai, Ramaidon und nochmal Rihonyo nehmen. Jetzt habe ich das aber nicht damit abgeglichen, sondern ich habe auf YouTube eine Grafik gepostet. Pokefans.net macht da immer was, die anderen machen auch was, Go Games hin und her. Ich habe hier auch wieder den Community Raid eingetragen. Das ist die Grafik. Hier bei der Grafik seht ihr ganz oben natürlich Voldolos dabei. Ihr seht Zekrom, Voldolos, Ramaidon, Darkrai, Flampivian, was wir erst gepusht haben, Elevoltec. Danach habe ich jetzt mein Team angepasst, das werdet ihr gleich sehen. Dann habe ich gepostet 11.30 Uhr Community Raid, das ist ganz wichtig. Und ich verstehe es immer noch nicht, ich poste 11.30 Uhr Community Raid und die Leute fragen trotzdem, wann startet der Raid? Ist okay. Dann schreibe ich extra hin, nachdem wir 10 Mann voll haben. Die 10 Plätze sind vergeben, alle die ein Herz bekommen haben, werden eingeladen. Pin das oben an und die Leute tragen sich weiter ein und sagen, ich freue mich auf den Raid, lad ein, Bruder, zack. Also, es tut mir immer leid, wer nicht mitkommen kann. Beim David hatte ich das Problem, der hat bis jetzt immer noch nicht die Freundschaftseinladung angenommen. Den habe ich gesehen, der ist auf einem anderen Account befreundet. Jetzt musste ich meine Markierungen wieder wegmachen, musste den dort markieren, wo der schon ist, damit auf dem anderen ich einen anderen adde von den anderen, dass ich den da markieren kann. Deswegen sollt ihr immer Code angeben, ich adde euch, selbst wenn ihr mit einem befreundet seid, es kann sein, dass ich euch mit dem zweiten Account einladen muss und nicht mit dem ihr schon befreundet seid. Wir haben jetzt hier stehen Kulidita, David, Schilling, 3, Ivar, Schaf, Genaya, das sind die ersten 5 auf dem einen. Lost, Gigi, Jamp, Lightning, Vera, Mazofix und Carsten sind die anderen 5 auf dem anderen, die wir dann einladen werden. Mein Team zeige ich euch gleich. Gleichzeitig gibt es auch eine neue Spezialforschung, wo man dann Hoopa bekommen kann. Hoppa! Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, am 5. September, das müsste der Sonntag sein, gibt es einen besonderen Tag, einen besonderen Rauchtag, wo ihr verschiedene Unlicht, Psycho, Geist, Pokémon, irgendwas bekommen könnt. Hier steht jetzt zum Beispiel, lande 10 gute Würfe, verwende einen Rauch, mach 3 Schnappschüsse von Psycho-Pokémon im Freien. Das werde ich aber irgendwann mal machen. Ich weiß noch nicht, wie die anderen Raid-Bosse aussehen. Vielleicht gibt es morgen am Donnerstag nämlich dann einen kleinen Rauchstream statt Raids für Zuschauer, wenn nichts Interessantes in den Raids ist. Und Lugia Raids für Zuschauer gibt es am Wochenende.
Dann wohl aber nur am Samstag erstmal, weil Sonntag ja dann dieser Rauchtag ist. Jetzt fange ich noch was zur Überblendung, dann lade ich die Leute ein, mal gucken, ob ich mich noch irgendwie anders hinsetze, dass ich nicht die ganze Zeit so gebeugt bin, und würde sagen, viel Erfolg beim Raid, schreibt euer Team rein und wir sehen uns gleich. So, es ist 29:30, wollte ich ja einladen, aber ich habe schon das nächste Problem. Ich habe gerade gesehen, es waren 4 Leute in der Lobby drin. Die waren alle ziemlich low level. Ich weiß nicht, wer die sind. Hier ist auch niemand. Wenn hier Leute vor Ort wären, hätte man sicher mit denen absprechen können, sagen können, hey Jungs, ich mach den um halb, geht einfach mit rein, zack, fertig. Wenn die natürlich jetzt über Fernraid-Pässe reingehen und deswegen nicht hier sind, dann wird das nichts. Das heißt, ich muss jetzt wieder eine private Lobby machen. Dazu muss ich aber mit den iPhones zuerst rein. Jetzt kommt nämlich der komplizierte Teil, was ich immer hasse, auf einem private Lobby machen, bei dem anderen den Code noch eingeben, dann irgendwann öffentlich machen, wenn alle drin sind, und mit den restlichen Handys ja auch noch rein. Also, ja, davon kriegen die meisten halt nichts mit, die zu Hause sitzen und eingeladen werden. Jetzt habe ich hier Vogel, Dings und Bums. Das ist sehr gut. Jetzt sind wir hier drin. Jetzt drückt man auf die Punkte, damit wir einladen können. GG Jam, Lost, Lightning, David, Matzofix, Schilling, Kurli, Carsten, Genaya, Ivar, Scharf. Bei den anderen darf ich noch nicht rein. Da muss ich jetzt immer noch warten, bis die hier drin sind. Obwohl, wann muss ich es denn aufmachen? Ich muss bei, ab 10 Sekunden kann man nicht mehr rein, 20 wird zu knapp sein. Matzofix ist der Erste, der drin ist. Ich muss mich dann eh wieder rumsetzen. Ich sehe nämlich hier überhaupt gar nichts auf den Handys. Das heißt, ich muss gleich wieder hoch. Vielleicht bei 50? Bei weniger? Ich weiß es nicht. Die sind... Ich setze mich mal hoch, dann mache ich es öffentlich. Und dann gucken wir mal, ob alle reingekommen sind. Ungefähr so. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr auf der Kamera, weil die Sonne genau dagegen fliegt. Ich drehe es aber mal noch ein Stück nach da. Mach's jetzt hier öffentlich. Jetzt müsste es funktionieren, wenn ich bei den anderen draufgehe, dass alle in derselben Lobby sind, dass alle in dieselbe Lobby reinkommen. Jetzt muss ich hier mein Team aber noch wählen. Luigi mit Segrom, Voldolos, Ramaidon, Darkrai, Flampivian und Ele Voltec. Das lege ich mir jetzt dahin. 16 Leute, das passt. Wir müssten ja 16 sein. 6 Stück ich, 10 Stück Eingeladene. Außer es ist wieder jemand Fremdes mit drin. Carsten, Schilling, Jojo ist drin. Das heißt, wenn Jojo drin ist und wir sind 16, dass irgendjemand fehlt. Ich denke mal nicht, dass Jojo über einen Fanrate-Pass an sich rein ist. Jojo wird vor Ort sein. Das heißt, irgendjemand hat es trotzdem nicht geschafft. Wenn ihr gesehen habt, wer nicht drin war, schreibt es mal rein. Oder derjenige, der nicht drin war, der weiß das ja. Der kann ja sagen, was das Problem war. Vielleicht kein Pass mehr, vielleicht nicht gesehen, vielleicht zu viel Action auf einmal. Ich habe keine Ahnung. Was hat das Luke ja überhaupt? Himmelsfähiger. Am schlimmsten ist es natürlich, wenn es Hydropumpe hat. Weil ihr greift meistens ja mit Gesteins-Pokémon an. Ja, wegen Flug. Wenn es dann Hydropumpe hat, ist es natürlich mega effektiv gegen euch. Ihr seht aber, dass es trotzdem flüssig geht. Das nimmt auf jeden Fall viel ab. Elektro ist wie gesagt gut. Gestein ist gut. Jeder sollte da vom Rihon C-Day eigentlich ein paar Rihonjor gepusht haben. Oder sich entwickelt haben zumindest. Cognodon saß jetzt letztens auch überall rum. Jeder hätte sich ein großes Ramaidon basteln können. Es müssen ja nicht die besten IV sein. Einfach das Levelhöchste immer durchentwickeln. Da habt ihr schon gute Angreifer, die ihr nutzen könnt. 21,15 ist, glaube ich, der 100% Wert für das normale, nicht wettergeboostete. Wir hauen jetzt erstmal wieder hier unten drauf, beziehungsweise... Ich möchte doch nur einfach irgendwann mal wieder eine Arena, wo man eine schöne Sitzfläche hat, wo man eine schöne Ablage hat, wo alles super ist. Ich meine, du sitzt hier auf dem Boden von einem Stück Stein, die Leute laufen drumherum und denken, was ist das für ein Klobby? Und dann spielt er auch noch Pokémon. Dann brennt die Sonne. Du hast keinen Schatten. Du hast kein gar nichts. Jetzt gucke ich mir mal kurz die an. 2085.
2045, das heißt 85 ist das höchste momentan. Dann haben wir die zwei iPhones. Wen haben wir da drauf? Wir haben... Müssen wir gucken, ob ein Scheidi irgendwo dabei ist. 20, 42, 20, 85, also zweimal das 85er. Jetzt haben wir hier das noch. Ich glaube, zum Fang gehe ich dann aber darüber. Oder bleibe ich hier sitzen? Ich weiß es nicht. Wir gucken es uns mal an. Hier auf dem typisch Andy-Account haben wir ein nicht shiny 2086. Das ist also das höchste bisher. Das packe ich gleich mal hier ein. Und jetzt sind wir noch gespannt, was der Main-Account hat, der große. Lost, letzter Angriff, Mazofix, Stylish, Naya, kampfstark, GG Gem, Reisender aus 16.000 Kilometer Entfernung. Der lebt auf dem Mond. Iva pikant, geballte Ladung. Okay. 18 Bälle. Kein Shiny. 21,5. Das heißt, es ist eigentlich richtig gut, aber jetzt kommt es drauf an mit dem Fang. Ich sehe schon wieder fast nichts vom Bildschirm. Ich habe gesagt, der lässt sich so kacke fangen. Der Kreis ist natürlich riesengroß. Aber ich finde, du kannst bei dem halt keinen Fangtrick machen. Du musst Glück haben, dass wenn du wirfst, dass der gerade nicht angreift. Dass du den triffst. Und ich finde auch, wie Thomas auch gesagt hat, dass man den oben eigentlich besser treffen kann als unten. Nur muss ich jedes Mal hier neu würfeln und muss da drauf ziehen. Das sieht gerade gemütlich und einfach aus, aber das ist ja nur Glück. Er kann bei jedem Wurf, den ich mache, natürlich auch einfach angreifen und dann war's das. Dreimal einfach fabelhaft, also bis jetzt bin ich guter Dinge. Ist, denke ich mal, vielleicht ein 96er mit 15 Angriff. Vielleicht sogar ein 98er mit 14 Angriff. Ich glaube, da wäre mir ein 96er mit 15 Angriff lieber. Das war nix. Das heißt, wenn da irgendwann das 100er steht, dann habe ich Muffensausen, weil ich eben den nicht kontrolliert fangen kann, so wie das bei allen anderen ist. Es ist so schön, wenn die Bosse einfach nur in der Mitte sitzen, ab und zu mal angreifen, du deinen Kreis einstellen kannst, mit dem Fangtrick arbeitest, aber hier, du wirfst und machst und tust, du triffst mal rein, du triffst mal nicht rein. Er bewegt sich die ganze Zeit, er ist immer in Bewegung, er greift zwischendurch an, er macht rückwärts Saldos. Ich warte, glaube ich, auch viel zu lange mit dem Werfen. Der Kreis kann ruhig so groß sein und es wird immer noch einfach fabelhaft zählen. Und er greift an. Und er ist drüber. Ja, ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass der halt gerade unten ist, anstatt oben. Weil als er oben war, habe ich ihn einfach besser getroffen. Aber wenn ihr wartet, bis er hochgeht, dann dauert es noch 10 Jahre. Ich meine immer, ihr habt alle Zeit der Welt, euch hetzt nichts. Das war großartig. Großartig ist immerhin besser als nichts. Aber wenn man es gewohnt ist, immer einfach fabelhaft zu werfen, dann ist großartig halt trotzdem Mist. Ah, wieder daneben. Ich hasse Lugia jetzt schon. Ho-Oh ist aber dasselbe. Ho-Oh und Lugia, die geben sich, glaube ich, nichts. Sie sind beide genau gleich komisch zu fangen. Aber so groß der Kreis und es war noch einfach fabelhaft. Nur, dass der Kreis immer zu woanders ist. Guck mal, wie lange das gedauert hat. Normalerweise geht das ganz fix. Da geht das Matzo fix und da ist das Teil drin. Drachenrute, Luftstoß und es ist ein... Es ist nicht mal ein 96er, es ist sogar ein 93er nur. Aber mit 15 Angriff, 93er, okay, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Danke an den Rest, der dabei ist. Wenn ich jetzt auf den Handys gucken würde, wer interagiert hat und wer nicht, dann weiß ich ja, wer nicht drin war. Mal gucken, ob ihr es rauskriegt. Wenn nicht, bleibt derjenige anonym. Wir wollen hier niemanden an den Pranger stellen. Im Endeffekt, keine Ahnung. Jojo war auf jeden Fall dabei. Feine Sache, obwohl er gar nicht wusste, wo wir in welcher Arena sind. Denn eigentlich wollte ich ja zum Schwimmbad und vorher wollte ich eigentlich nach Pfalzdorf. Jetzt waren wir hier. Habt ihr ein Lugia gefangen? Habt ihr schon ein Shiny vom letzten Mal? Wir haben, wenn wir mal da reingucken und gucken uns mal die Lugia-Sekte an, die wir haben.
haben wir hier ein 96er gemaxtes, ein Shiny Lucky gemaxtes. Ja, genau. Die sind aber auf Level 40, das heißt, auf Level 50 kommt dann noch einiges hinzu. Da gehen die richtig ab. Ich möchte diesmal ja unbedingt ein 100%iges haben. Hier seht ihr noch andere Shinies dabei. Hier ist ein altes, vergammeltes, da ist ein Lucky. Ich werde aber jetzt immer Lucky Trades machen mit Lugia und ich werde ganz viele Raids bei dem machen. Ich freue mich schon auf die Raid-Stunde heute Abend, 18 bis 19 Uhr. Könnt ihr natürlich wieder einladen und dann würde ich sagen, war's das. Von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.